Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Starbound. Ja, unsere Katze schläft gerade auf unserem Schiff. Wir haben in der letzten Folge den Außenposten entdeckt. Und jetzt seht ihr auch hier mit dem Teleporter, haben wir immer die Möglichkeit, zu diesem Außenposten zurückzukehren. Also sehr praktisch auf jeden Fall. Und ja, wir haben eine Mission bekommen, und zwar hier über den Sail-Computer unseres Schiffes können wir in diese Mine spazieren. Das wollen wir aber erstmal nicht machen. Wir müssen erstmal wieder runter auf den Planeten. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir uns ein bisschen vorbereiten für diese Mission. Wir haben noch eine weitere Mission bekommen. Und zwar sollen wir hier 10 Copper Bars dem Doktor bringen im Außenposten. Mal sehen, ob wir die zusammenkriegen. Ich meine, 10 Iron Bars waren auch noch mit bei. Und wenn ich mich nicht täusche, sogar 10 Goldbars. So, Goldbars haben wir natürlich auch noch nicht so viele. Schauen wir mal, wie viel haben wir denn jetzt hier? Ja, Gold müssen wir also nochmal suchen. Silber haben wir. Vielleicht war es auch Silber, ich glaube aber fast, dass es Gold war. Ja. Müssen wir dann nochmal machen. Lass uns mal schauen, was wir für unsere Rüstung brauchen. Iron Bars haben wir jetzt. Wir brauchen Woven Fabrics noch. Und zwar 12 an der Zahl und ein String. Stellen wir das noch mal her. Hier haben wir den String und 12 von denen. Brauchen wir wieder ja, diese Plant Fibers von. Da haben wir jetzt zum Glück wieder ein bisschen was gesammelt. So, und hier seht ihr die Werte jetzt. Ja, ist natürlich nicht die beste Rüstung für den Anfang. Aber das Einzige, was wir uns jetzt gerade herstellen können. Damit haben wir dann zumindest schon mal eine gute Rüstung. So, und das Ganze legen wir dann hier an. Und zwar nehmen wir mal den Schal ab. Genau, ich glaube, da bin ich sogar schon mal drauf eingegangen, ne? Wir machen ihn mal kurz nackig. Und ja, tragen dann mal die Rüstung komplett auf. So, dadurch verändern sich unsere Werte schon mal. Unter anderem halt auch Gesundheit. Ne, hier kriegen wir zum Beispiel plus 3, plus 5, plus 2. Blitz ist, glaube ich, die Ausdauer, genau. Ja, das Schwert halt, wie doll wir Schaden bekommen. Meine ich. Ne, wie doll wir Schaden austeilen, glaube ich. Und ja, das Schild ist dann halt, wie sehr wir einstecken können. So, wir können natürlich aber auch sagen, wir haben die Rüstung an von den Werten her, sagen aber, wir möchten gerne so aussehen. Ja, hier mit dem Schal vielleicht noch. So. Und dann passt das nämlich. Aber den Schal, den würde ich dann vielleicht auch irgendwo anders hinlegen. Müssen wir mal schauen. Wir müssen auch mal schauen, wo wir unser Schlafzimmer nachher bauen. Kleidung würde ich dann zum Beispiel im Schlafzimmer lagern. Ganz normal. Können wir mal schauen, was wir hier so an Möglichkeiten haben. Mini-Fridge. Bräuchten wir 2 Tungsten-Bars für? Haben wir natürlich nicht. Ja, und einen Kleiderschrank oder sowas haben wir auch nicht. Aber wir sollten unsere Sachen mal ein bisschen loswerden hier. Oh, schaut mal. Wir haben ein kleines Wasserproblem. Es liegt daran, dass, ja, dass es hier reingeregnet hat. So, wie können wir das Problem lösen? Vielleicht machen wir hier erstmal was drüber. Sieht erstmal nicht schön aus.
aber erfüllt vielleicht erstmal seinen Zweck. Müssen wir mal schauen, ob das das Wasser erstmal abhält. Weil das ist natürlich doof hier. So, jetzt müssen wir das Wasser erstmal wieder ablassen. Und kriegen es gar nicht ganz weg. So, jetzt ist es weg. Gut, Leute. Da würde ich sagen, lassen wir hier erstmal unsere Klamotten. Wir haben auch schon eine Pistole gefunden. Die würde ich da oben schon mal reinlegen. So, der Umhang, den brauchen wir auch nicht mitnehmen. Hier haben wir noch den Flyer, den legen wir ja einfach mal rein. Ja, Protection für die Haare da, das brauchen wir auch nicht. Das werden wir wahrscheinlich auch nie tragen. So, Musikinstrumente können wir vielleicht hier mal reinlegen. Da haben wir schon drei gefunden, unglaublich. Und ja, hier die ganzen Sachen, die brauchen wir eigentlich nicht, aber wir sammeln sie mal hier. Vielleicht brauchen wir die ja doch mal irgendwann. Oder dass wir die nutzen wollen. So, wir ordnen uns mal ein bisschen gerade. Den lassen wir auch da unten. Das sind beides Speere, ne? Ja. Beides nicht so cool. Ein Handschwert brauchen wir auch nicht. Hier ein Dolch haben wir. Damit greift man halt schnell an, aber auch nicht sonderlich stark. So, eine Taschenlampe haben wir noch. Die können wir vielleicht hier erstmal dazu legen. So, die vier Sachen können wir dann schon mal verkaufen. Ja, hier haben wir noch ein paar Einrichtungsgegenstände. Was haben wir denn hier so? Ja, jeder fängt mal klein an, deswegen würde ich sagen, packen wir unseren Schlafsack hier einfach mal hin. Und wir sparen dann auf ein richtiges Bett nochmal hin. So, hier können wir nochmal eine Kiste hinstellen. Ja, vielleicht hätten wir hier auch unsere Klamotten erstmal lagern können, aber gut. So, den zerstören wir, das brauchen wir nicht. Legen wir dann die Sachen hier erstmal rein, die wir so zum Bauen verwenden. So, wie sieht es mit Nahrung aus? Die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Schon mal wieder ein bisschen was essen zwischendurch. So, was kostet uns das denn hier mal so eine Zweihandwaffe herzustellen? 9,2. Die ist auf jeden Fall schon mal besser als unsere jetzige. So, Tungsten haben wir bisher noch nicht gefunden. Gut, craften wir uns mal das Schwert. So, und das alte Schwert lassen wir dann erstmal hier drin. Gut, Leute. Bauen wir nochmal die restlichen Sachen an. Und ihr seht schon, ein paar Sachen sind schon fertig. Ein paar Sachen noch nicht ganz hier, so wie die Kartoffeln, die brauchen noch ein bisschen. So, aber wir haben schon einiges an Weizen. Und ja, hier ist auch noch nicht alles fertig. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen gießen. So, und das, was wir jetzt gerade aufgesammelt haben, dadurch kriegen wir auch wieder Samen, so dass wir einen unendlichen Vorrat quasi an Essen eigentlich haben. So, und wir finden ja auch immer Samen noch. Das ist auch nicht das Problem. Aber jetzt sehen wir hier schon, wir haben wieder zwei Karottensamen, die können wir hier vorne wieder anbauen. Und hier die Weizensamen. Was haben wir hier noch? Reis. Und Korn haben wir hier noch. Kakaopflanze. Ja, ich glaube, das war's erstmal. Lass uns vielleicht die doch erstmal hier hinten noch mit aufstellen. Die können ja auch erstmal wachsen und die können wir dann notfalls immer noch mal wieder abbauen. So, dann haben wir erstmal was. Ja, ich würde ganz gerne nochmal zum Außenposten schnell. Ich hatte jetzt vergessen, den anderen Teleporter dort noch zu aktivieren. Wir haben einmal den Außenposten bei The Ark. Das ist quasi hier ganz hinten bei der alten Dame in dem Rollstuhl. Und jetzt müssen wir halt nochmal, ja, wieder zum Außenposten laufen.
und dort den Teleporter aktivieren. Dann können wir uns nämlich auch direkt hierhin teleportieren. Das ist ganz praktisch. Ja, hier können wir dem jetzt einen Namen geben. Akzeptieren. Wir wissen ja, was das ist. Und ja, hier können wir unsere erste Quest dann abgeben. Wir bekommen ein Manipulator-Modul für unseren Manipulator. So, und er sagt uns jetzt, wir können die Dash-Tech, sollen wir halt mal für ihn ausprobieren in einem Kurs quasi. Das können wir mal machen. Und jetzt werden wir zu einem, ja, Testzentrum hin teleportiert, wo wir jetzt hier den Dash ausprobieren. Und er beschreibt uns das auch. Doppeltap A oder D. So, und hier sollen wir halt mit diesem Dash dann durch. Wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir hier halt wieder zurück und das nochmal versuchen. Deswegen. Aber ist eigentlich gar nicht so schwer. So, und auch hier ist das alles zeitlich ein bisschen gebunden. Da sollen wir aufpassen, dass wir da nicht reinkommen. Und wenn wir schnell genug sind, schaffen wir das durch die Tür hier. Ansonsten geht die halt wieder zu und wir müssen wieder von vorne anfangen. Aber das war auch schon der Parcours. Und wir haben unsere erste Tech dadurch freigeschaltet. So, wir kommen wieder zurück in den Außenposten. Und können dann dem Doktor sagen, ja, der Test war ein voller Erfolg. So, jetzt haben wir hier die Dash-Technik. Und ihr seht schon, hier können wir noch weitere Techniken freischalten. Dafür brauchen wir diese Tech-Cards. Zwei Stück haben wir gerade. Und ja, acht Stück sind vonnöten, um hier eine freizuschalten. Und genauso verhält sich das halt mit den anderen Techs. Ja, wir machen mal direkt die nächste, Silver Bars. Die haben wir auch in weiser Voraussicht schon hergestellt. Können wir auch abgeben. 200 Pixels kriegen wir und ein Modul wieder. Und auch hier sollen wir ein Test machen. So, und wir haben jetzt einen Doppelsprung. Einfach zweimal die Leertaste drücken und schon springen wir ein bisschen höher. Das ist ziemlich blöd, wenn man lange Starbound gespielt hat. Und ja, ihr seht ja, man schaltet dann relativ früh ein, beziehungsweise man schaltet den relativ früh frei. Aber wenn man ihn dann nicht mehr hat, so wie wir jetzt die ganze Zeit, dann ist das ja ziemlich ungewohnt. So, und da sind wir auch schon wieder am Ziel, Leute. Das war der zweite Parcours, auch nicht sonderlich schwer, wenn man weiß wie. So, wir sagen wieder, der Parcours war ein voller Erfolg. Und jetzt haben wir hier die Jump-Technik freigeschaltet. Und auch hier seht ihr, es gibt verschiedene andere. So, und jetzt sollen wir noch 10 Goldbarren natürlich. So Leute, die haben wir leider nicht. Die können wir natürlich hier oben auch kaufen, bevor wir runtergehen in die Mine. Aber einer kostet schon 400 Pixels. Das finde ich ein bisschen viel. Machen wir vielleicht erstmal nicht. Wir sollen unser Schiff ja auch noch reparieren. Was sollten wir dafür machen? Achso, diese Mine quasi besuchen. Gut Leute, dann gehen wir zurück zu unserem Planeten und dann würde ich sagen, machen wir uns hier erstmal ab in den Untergrund und sammeln ein paar Mineralien. Nützt nichts, müssen wir machen. Ja, Essen haben wir erstmal. Wir bräuchten vielleicht nochmal ein Lagerfeuer. Haben wir hier irgendwo eins? Wir haben noch eins, sehr schön. Dann können wir nämlich nochmal ein paar Sachen braten, dass sie uns ein bisschen mehr stärken. So, und dann schauen wir mal, wo wir am besten runtergehen. Vielleicht erstmal ein bisschen in die Richtung hier. So, können nochmal nebenbei ein bisschen gießen.
Ach, schau mal, ist alles fertig geworden hier. Das heißt, wir können da nochmal Popcorn draus machen gleich. Bevor wir losziehen, damit wir genügend Nahrung auch mit haben. So, ein bisschen Holz müssen wir auch nochmal abbauen, damit wir ein paar Fackeln uns noch herstellen können. Ich schau mal gerade, 15 könnten wir noch machen. Ja, ich weiß halt nicht, ob das ausreicht. Unten ist wirklich dunkel. Was wollte ich jetzt machen? Achso, Essen kochen. Hey. So, ihr seht schon, macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Hat uns nochmal ein bisschen Puttenfleisch hinterlassen. Und das haben wir direkt gekocht. Sehr schön, Leute. So, wir fällen dann hier nochmal ein paar Bäume. Und ich würde auch ganz gerne schon mal schauen, dass wir hier auch ein paar neue pflanzen. Damit wir das nicht ganz so weit haben. Ja, kommt ruhig alle her. Gar kein Problem. Fällen wir mal die beiden Bäume hier noch. Ich glaube, dann sollte das ausreichen mit den Fackeln. Dann nehmen wir sonst einfach im Notfall den Weg wieder zurück, den wir gekommen sind. Ist ja auch kein Problem. So, wir pflanzen wieder ein paar neue Bäume. Ja, lasst euch von dem Aussehen nicht beeindrucken. Sieht natürlich ein bisschen komisch aus hier mit dem Glas jetzt drumherum. Dient wahrscheinlich einfach erstmal nur dem Schutz der Bäume. So, dann würde ich sagen, bauen wir uns hier einfach mal ins Erdreich runter. Da sehen wir schon mal ein bisschen Kohle. Da sind wir natürlich direkt mit. Ja, schade, dass wir keine Spitzhacke haben jetzt. Würde das Ganze ein bisschen schneller machen. Lass uns doch mal schauen, ob wir vielleicht eine herstellen können. Teleportiere mich mal schnell zum Haus zurück. Wobei die natürlich auch sehr schnell kaputt gehen. Ich weiß halt nicht, ob das ein bisschen herausgeschmissen ist. Ich weiß gar nicht, wo stellt man die denn her? Hier an der Workbench. Nee, wohl eher nicht hier vielleicht. Das können wir eigentlich auch noch herstellen. Explorers Laterne. Öl bräuchten wir. Öl haben wir natürlich nicht. Schade, schade, schade. Ja, Leute, wir haben keine Spitzhacken, die wir herstellen können. Am Ofen können wir ja nur einschmelzen, meine ich. Ja, okay. Aber auch da haben wir leider keine Spitzhacken. Schade. Gut, dann müssen wir das so machen. Nützt nichts. Aber ich wollte es nicht unversucht lassen. Falls wir doch die Möglichkeit gehabt hätten, wäre es natürlich ein bisschen schneller gegangen. So, wir halten uns noch mal ein bisschen auf. Hier gießen unseren Kräutergarten. So, es soll natürlich alles schön was werden. Hier die Baumwolle wächst auch langsam. So, und auch im Untergrund haben wir das natürlich mit Monstern zu tun. Deswegen sollten wir da auch mehr aufpassen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir da unten Licht haben. Weil wenn wir nichts sehen und angegriffen werden, dann ist das auch mal schnell unser Tod. Und wenn wir sterben im Übrigen, verlieren wir alles, was wir im Inventar haben. Ich glaube, bis auf die Leiste hier oben. Beziehungsweise, nee, ich glaube, die Waffen, die wir haben, die behalten wir. Weil auch die Salben zum Beispiel verlieren wir. Das ist natürlich sehr unglücklich.
Wir haben aber die Möglichkeit, dann an diesen Ort zurückzukehren und unsere Sachen wieder zu looten. So, aber erstmal dahin zu kommen, ist natürlich dann auch problematisch. Gerade wenn man sehr weit im Untergrund ist, ja, muss man den Weg dorthin erstmal wiederfinden. Was natürlich auch manchmal nicht so einfach ist. So, die Ranken nehmen wir hier noch direkt mit. Das ist auch immer gut, die zu haben, gerade für die Salben auch. Später werden wir genügend finden, wenn wir Dörfer bereisen und sowas von anderen Kolonien. Die haben dann verschiedene Kisten und sowas natürlich in ihren Häusern stehen und ja, da werden wir uns ein bisschen dran bedienen. Die werden es aber auch nicht vermissen. So, alles was wir hier so finden, nehmen wir natürlich mit. Dadurch, dass wir jetzt hier auf einem Anfangsplaneten noch sind, können wir natürlich nicht so viel erwarten. Also, es ist wirklich mühselig, hier Rohstoffe zu sammeln. Und auch bis zu einer gewissen Ebene, zum Beispiel könnt ihr hier den Hintergrund abbauen, dann habt ihr hier auch Licht drin. Ich lasse die Fackeln trotzdem mal, weil wenn es nachher dunkel ist und wir nichts mehr sehen, dann ist das natürlich blöd. Dann finden wir den Weg trotzdem nicht so ohne weiteres zurück. Deswegen lassen wir das mit den Fackeln erstmal so. Und wo wir nicht weiterkommen, graben wir uns halt einfach nach unten und schauen dann, wie weit wir kommen. Und hier sind wir schon. Das ist immer ein bisschen problematisch, wenn man in eine neue Höhle reinkommt und dort direkt Monster sind. Dann am besten schnell einen dicht setzen, damit man was sehen kann und sich dann gegen die Monster wehren. Ansonsten passiert das, was ich eben schon gesagt habe, man ist mal ganz schnell Opfer von den Monstern und ja, stirbt vielleicht im schlimmsten Fall auch. Genauso ist das natürlich auch mit Höhlen. Wenn ihr euch in so eine Höhle jetzt reinbaut oder reingrabt, da kann es auch sein, dass die Höhle, die darunter kommt, ziemlich hoch ist. Und wenn ihr da stürzt, kann es auch vorkommen, dass ihr dann ja aus zu größerer Höhe stürzt und dann stirbt. Ist auch immer sehr ärgerlich. So, schön. Schön, schön. Da haben wir wieder ein bisschen Kohle gesammelt. So, das können wir auch mitnehmen. Daraus können wir vielleicht später unser Dach mal dann craften. Aus dem Clay hier. Das wird dann auch ganz schick aussehen später. Aber dazu müssen wir natürlich unser Haus erstmal weiterbauen. Und ja, das wird noch ein bisschen dauern, Leute. So, wir machen uns jetzt auch erstmal hier in den Untergrund, damit wir die Goldbarren zusammenbekommen. Denn wir sollten auch nur mit der entsprechenden Tech in diese Mine gehen. Die wird uns nämlich helfen. Gerade auch hier so ein Double Jump, um verschiedene Höhen zu erreichen, ist da ganz praktisch. Und auch die letzte Tech, die wir bekommen, könnte ganz praktisch sein. Schauen wir mal. So, erstmal graben wir uns hier tiefer. Wäre natürlich schöner, wenn wir hier eine Höhle finden, so wie hier jetzt. Und da müssten wir jetzt schon mal ein bisschen aufpassen. Da unten sehe ich den Boden jetzt. Ich kann auch mit STRG hier runtergehen. Und ja, wenn wir jetzt hier durchgegraben und wären vielleicht hier ganz nach unten gefallen, dann hätte das schon mal ganz schnell unser Tod bedeuten können. So, noch ein paar Monster. So, die sind unverwundbar, wenn sie sich so ducken und quasi ihr Auge zu haben. Okay, gehen wir hier mal wieder hoch. Wir haben Hunger. Dann essen wir doch was. So, das gibt uns sogar einen Buff hier. Bonusgesundheit. Weil wir das ja in dem Außenposten an dem Kochtisch hergestellt haben.
Können wir uns später auch noch herstellen, sowas. Und ihr seht schon, hier bauen wir jetzt den Hintergrund ab, aber hier wird es nicht mehr hell. Jetzt sind wir so tief schon, dass wir quasi im Gestein sind. Und ja, wo es von Natur aus dunkel ist, kann natürlich auch keine Helligkeit kommen. So, hier haben wir einen schönen Kohleflöz, ein bisschen Eisenerz haben wir hier. Das bauen wir uns erstmal alles ab. Und dann sehe ich da unten noch ein bisschen Kupfer im Hintergrund. Das wollen wir uns auch noch holen. Jetzt einfach so, dass wir uns da was hinbauen. Eine kleine natürliche Treppe. Und dann können wir uns das ganz bequem holen. So, nächste Fackel. Oh, hier geht's tief runter. Sollten wir ein bisschen aufpassen. Da bauen wir uns wieder was Behelfsmäßiges. Und auch hier geht's runter. Okay, da sind wir nicht so tief gefallen. Das geht ja noch. Ein bisschen Kohle mitnehmen hier. Ja, die Sachen braucht man immer mal. Deswegen, wir haben jetzt uns zwar schon eine Rüstung aus Eisen hergestellt, aber man braucht immer mal wieder Eisen oder Kupfer oder Gold. Okay, ich dachte, da war was im Hintergrund. Ich wurde ein bisschen getäuscht. So, gehen wir hier noch weiter runter. Manchmal findet man halt auch Sachen hier im Untergrund. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, so ein bisschen so ein Hämmern oder sowas. Das kam hier von rechts, glaube ich, irgendwo. Also wie gesagt, es kann auch manchmal sein, dass man hier im Untergrund noch Sachen findet. Alte Ruinen oder sogar teils ganze Dörfer. Hört ihr das? Da haben wir doch jemand oder sowas. Gehen wir mal weiter in die Richtung. Und gehen der Sache mal auf die Spur. Ja, vielleicht sollten wir auch zwischendurch mal wieder eine Fackel setzen. Sonst ist es hier ziemlich dunkel. Ah, die sind das. Okay. Die hämmern hier so rum. So, alle schön auf eine Ebene bringen hier. Dann ist das kein Problem. So, Hardened Carapace. Was haben wir denn da gefunden? Das sind die Dinger hier. Okay, ist einfach nur ein Fragment. Ein natürlicher Panzer quasi. So, Kupfer können wir gebrauchen. Das haben wir nämlich nicht so viel. Da sollen wir alles mitnehmen, was wir finden. So, hier oben haben wir noch ein bisschen Kohle. Und ja, Leute, halbe Stunde ist schon wieder rum. Das ist das, was ich gesagt hatte. Ich glaube, in der dritten Folge. Starbound ist so ein Zeitfresser einfach. Also im positiven Sinne. Man verliert sich sehr schnell im Craften, im Sammeln, im Bauen. Solltet ihr es noch nicht gespielt haben, ich lege euch das ans Herz, wirklich. Also wenn ihr so ein bisschen für sowas seid, kreatives Bauen und ein bisschen Survival, ein bisschen Bauen, ja, erkunden, was auch immer, schaut auf jeden Fall in das Spiel mal rein. Es wird euch gefallen, mit großer Sicherheit. Es hat so ein bisschen was von Minecraft, bloß halt in, ja, 2D-Pixel-Optik. Aber, also mir macht es ungeheuren Spaß und ja, ich hoffe euch halt im Endeffekt dann auch. Und vielleicht kann ich euch ja durch mein Let's Play so ein bisschen dazu motivieren, einfach mal reinzuschauen und das ganze Spiel mal ein bisschen auf euch wirken zu lassen.
Gut, wir kommen gleich in die nächste Höhle. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Bis dahin, liebe Leute.